Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Tropico 5. Mein Name ist Labur, jawohl. Wir sind dabei und bauen hier gerade noch einen Wachturm, weil wir sollen ja hier noch ein bisschen die Militärbasis ausbauen in diesen Folgen. Wir haben letztes Mal die USA eingeladen, wir haben jetzt Russland, wir brauchen noch China in die Botschaft und wir müssen nach Europa irgendwie die Dingens verbessern und wir müssen die dritte U-Bahn-Station endlich bauen. So, das ist Aufgabe, die vierte U-Bahn-Station. Oder hatten wir die nicht schon gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht so aus dem Kopf. Und die heißt... Wunderbar. Nun müssen wir meinen Fluxkompensator entwickeln. Er ermöglicht die Reise durch die Zeit, indem er ihren normalen Verlauf aufhält. Und sie gewinnen die Mission. Entwickeln sie eine Zeitmaschine, indem sie die Forschungspunkte produzieren. Sie gewinnen die Mission. Okay. Ja, Forschung ist natürlich klar. Das läuft alles hier über die Botschaft zum Beispiel. Ich muss hier auch nachher noch, dass die Studenten etwas schneller entwickeln und dass die Forschungspunkte da auch umgestellt werden. Aber ich weiß nicht, wenn wir die umstellen, auf die Forschungspunkte umstellen, ob das dann wirklich auch was bringt gegen die... Ob wir dann überhaupt noch Studenten bekommen, also Absolventen. Das ist wirklich die große Frage. Was bedeutet das denn hier, der Kopf? Womit kann ich dienen? Ja, man kann die alle, wenn man jetzt hier normale anklickt. Ich grüße Sie. Ach, kann ich auch alle töten. Okay. Okay, aber wir wissen, dass die mit den roten immer... die mit der größten Fresse sind und dass die immer uns an den Hals wollen. So, da haben wir jetzt auch noch mal ein paar Soldaten. Wir haben 0 Forschungspunkte. Okay, kann man das irgendwie hier in der Bibliothek beschleunigen? Die Akademieabteilung Bibliothek erzeugt 25% mehr Forschungspunkte. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidenten. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Die durch die Rebellen nicht verringert wird. Ich bin so wütend. Die Rebellen greifen an. Okay. Wo greifen die Rebellen an? Oh, wieder hier hinten, weißt du, solche Arschgesichter. Die USA überweist uns Geld. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt und ewige Treue erweisen. Sie mögen es anders von 100.000 heulen. Ja, wenn die Menschen unzufrieden bleiben, bla bla bla. Wir haben 47%. Also ich weiß gar nicht, wo unbedingt dieses große Problem liegt. So, 5.500, 6.000. Jetzt können wir noch ein Militärgebäude bauen. Gerade weil wir sowieso hier übelsten Push ständig haben, gibt es eine neue Militärbasis. Die Militärbasis bauen wir mal hier unten hin. Ich glaube, dass wir damit gar nicht so falsch liegen. So, da haben wir eine Militärbasis. Dann muss ich beigehen. Kann ich das jetzt? Ja, wir erhöhen die Forschungspunkte damit. So, das hätten wir dann auch. Dann würde ich gerne, dass die Universität... Universität beginnt mit Produktion der Forschungspunkte. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Okay. Und das machen wir auch. So, dann kriegen wir schneller Studenten. Klasse. Alles wieder aufbauen. Hola. Verbannen. Guten Abend. Verbannen. Wie kann ich helfen? Verbannen. Guten Tag. Verbannen. Womit kann ich dienen? Verbannen. So. Jetzt haben wir hier erstmal einen ganzen Arsch voll verbannt. Ay, caramba. So. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, wir haben es hinbekommen, dass wir die Leute hier rausschmeißen. Gerade diese Rebellen, die gehen mir ja sowas von auf die... Eieiei. Johannes. Ich bin so wütend. Ich kann nicht... Der Militärputsch hat begonnen. Wolltest du mich jetzt verarschen? Kamerad Präsidente, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Nein, das mache ich mit Sicherheit nicht.
Wie viel Militärpush haben wir denn gegen uns? Nur die Panzer sind gegen uns. Und wenn wir das haben, dann kommt da ein General rein. Wir sollten es eigentlich schaffen, gehe ich mal von aus. Ja, haben wir geschafft. Einstellen. So, jetzt haben wir einen General. Den US-Präsidenten erwartet bei den nächsten Wahlen eine Niederlage. Ein Scheinkrieg zustimmen, Unterschrift verweigern. Scheinkrieg nutzen, um die Führung auszuwechseln. Es ist allerdings nicht bereit, das die Sache auf beruhen zu lassen und will den Scheinkrieg mit jemandem beginnen und unterstützen, den Nation zu gewinnen, sollen wir mitmachen. Den Scheinkrieg zustimmen, Unterschrift verweigern. So. Ich finde es besser, wenn wir die Unterschrift verweigern. Haben wir hier auch noch einen General? Ein General wäre natürlich klasse. Nein, haben wir leider nicht. Gut, dann haben wir da noch eine Militärbasis. Forschungspunkte steigen irgendwie immer noch nicht. Und zwei Banken brauchen wir noch. Auf jeden Fall haben wir den Militärpush zurückgedrückt. Das ist schon sehr gut. Hütten, dies, jenes, das haben wir alles. Um die wir berüchten das Forschungslabor, um das alles ein bisschen zu beschleunigen. Da sind 6 Punkte, 4, 6... Ja, die 6 Punkte sollte ich mitnehmen auf jeden Fall. Ja, wird der Strom auf jeden Fall steigt. Ganz schön. Das ist auch nicht so schlecht. Hier haben wir leider keine Leute. Banker, Erfinder, Hauswirt, Mentor, Verwalter, war bediente Kunden, Umweltschützer, Tycoon. Höchstbudget steigt um 10. Hm. Das bringt uns nicht so viel. Okay. 10.000, der Haupttyp ist da. Ich glaube, wir sollten so langsam mal wieder ein bisschen was für die Wirtschaft tun, dass hier noch ein bisschen mehr Geld reinkommt. Was war das? Ping hat's gemacht. Da hätten wir noch einen Auftrag. Präsident, es ist an der Zeit, den Friedensnobelpreis zu gewinnen. Das wäre eine große Ehre für Tropico. Ich verstehe es so, dass der Preis heutzutage denen verliehen wird, die meisten Kriege beginnen und gewinnen. Das wird einfach. Besitzen Sie 10 Militärgebäude. Militärbesitzung um plus 10. 10 Militärgebäude, nein, das tue ich nicht, weil das ist fast eine Sache, die man in meinen Augen fast gar nicht schaffen kann. Ja, das Forschungslabor kriegen wir noch nicht. Ein Warenwert von 21.000, die werden aber immer noch verladen. Was blöd ist, dass hier keiner arbeitet. Ja, dass hier auch keiner arbeitet. Das finde ich richtig blöd. Hier, das Krankenhaus ist wirklich gut besetzt. Und das Ding ist auch wirklich einigermaßen gut besetzt, Leute. Da können wir uns gar nicht so... Hier ist auch was kaputt. Was ist denn hier kaputt? Keine Ahnung, was da kaputt ist, Leute. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was da kaputt gegangen ist. Das Problem ist, dass ich so langsam irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen müsste. Ja. Ja, wir können gerade gar nichts. Wir sollten hier mal ein bisschen ins
Tourismusviertel auch wieder ein bisschen investieren, um wieder ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Geht überhaupt unser Strom bis oben zum Tourismus? Nein! Dürfen wir denn gerade hier so eine Hochspannungsdinge bauen? Ja, dürfen wir. Das ist doch sehr gut. Dann bauen wir den doch dahin. So, mal gucken, ob es reicht, um dass wir dann in dem Tourismusviertel Strom bekommen. Was kann Sie die Gesetze der Physik nicht aufnehmen, Herr Präsident. 1210 Jedenfalls Energie. Nicht ohne Elektrizität. Ich brauche... Machen wir. Energie, 1500. Wir haben genug Energie. Dann haben wir die Aufgabe schon mal. Die USA überweist die 9971. Das ist auch nicht so schlecht. Bürogebäude. Was bringt eigentlich dieses Bürogebäude? Erzeugt Geld abhängig davon, wie viele Menschen in der Nähe wohnen. Also wäre es schlau, hier das Bürogebäude hinzusetzen. Okay, habe ich verstanden. Wir brauchen aber unbedingt hier Forschung, Leute. Forschung ist hier das A und O. Und ja gut, mehr können wir erstmal nicht. Was wirklich wichtig ist, dass wir hier mehr Leute mit einem Universitätsabschluss so langsam hinbekommen. Und dann sollte diese Stadt hier so langsam auch laufen. Ja, wir haben jetzt schon 10 Forschungspunkte. Ich glaube, das hatten wir vorher noch nie. Wir haben es ja auch lang genug herausgezögert. Aber es arbeiten da ungerne Leute. Ja, da können wir mal einen Erfinder einstellen. Was bringt der eigentlich? Erzeugt Forschungspunkte, produziert zu Gebäudeeffizienz monatliche Basiswert von 10 FB, rechtliche zum Feuern. Okay. 21 Bürger, 2 Gastarbeiter, dann läuft nämlich jetzt hier die Kathedrale wieder. Nee, doch katholische Mission und der Einkaufsladen läuft wieder. So. Ich bin so wütend. Die Rebellen greifen an. Wo greifen die Rebellen an? Hinter einem Gebäude. Das habe ich gerade irgendwo gesehen. Wo sind die Rebellen? Hier hinten. Ja, bis meine da sind, haben sie das Gebäude auf jeden Fall zerstört. Also das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Klar wie Kloßbrühe, Glabur. So, mein Gott, war der Witz flach. So, Strommann und Söhne geht bis dahin. Dann bauen wir nochmal eine neue Hochspannung. Und die bauen wir hier hin. So, dann sollten wir da überall auch Strom haben. Ja, jetzt haben wir nur noch 1000 Strom. Erkennt vorbeugende Rolle um 20% der Arbeiter im Gebäude. Erkennt die verborgene Rolle 20% der Arbeiter im Gebäude. Aha. Effizienz des Bergwerks und... Ne, das bringt uns nichts. Gebäude in der Nähe steigen. Höchstbudget, Taktika. Gebäudemanager hält Angriffe 20% länger aus. Das bringt uns auch nichts. Verwalter, Verwaltung, Umweltschützer. Sind die Umweltverschmutzung in der Nähe? Ja, das können wir machen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ja, hier ist der Typ gleich wieder abgehauen. Finde ich gerade ein bisschen blöd. Und hier haben wir eine Hauptaufgabe. Exportieren Sie 1500 Uran. Das sollte auch nicht so das Problem sein. Und wir gehen doch mal auf Apartments, Leute. Um die Bürger mehr Wohnungen zu bieten. So, gibt es nochmal 4 neue Apartments. Davon profitieren die Dinger auch. Das hätten wir auch schon mal. So, was ist hier mit dem Strom? Das Teil hat er noch nicht fertig gebaut. Die Rebellen haben unsere Verteidigung durchdrungen. Sie haben... Was haben sie zerstört? Jetzt muss ich gucken, was sie zerstört haben. Okay, sie haben das Gebäude hier zerstört. Hola! Alle wieder aufbauen. Kann ich nicht. Okay. Natürlich richtig scheiße, dass sie das Uran hier zerstört haben, ne? Amigo? Wie kann ich helfen? Residente, womit kann ich dienen? Diese scheiß Rebellen, ne? Die gehen mir jetzt sowas von auf die Nüsse.
Ich werde hier oben nochmal so einen Posten hinsetzen, glaube ich, ey. Die sind ja richtig, ne. Echt. Absolut nervig, das Volk. Wo wir diesmal wirklich einigermaßen gut vorankommen. Wir haben jetzt schon 11 Punkte. Kamerad Präsidentin, sagen Sie, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Meine... Kannst mich mal. Echt hier, Armee Senden, haltet jetzt die Schnauze. Mein Gott, ey. Solange Sie, Herr Präsident, die Entwicklung der Zeitmaschine hat einen Rückschlag erlitten, bauen Sie 6 Wachtürme. Fassen. Ich weiß, dass Herr Kane das geplant hat. Das war kein Zufall. Nein, das war Sabotage. Oh Mann, ja gut, 6 Wachtürme. Nächste Aufgabe werden wir erledigen. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Tropico 5. Mein Name ist Gabu, bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao.